Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, mir wird angezeigt, meine Redezeit sei zu Ende. Das wäre jetzt schon ein bisschen. Das wäre ein bisschen sehr schnell. Da muss jemand gehackt haben. Wir gucken mal darüber. Gut. Der 20. Juni 1991, das war mit Sicherheit ein historischer Tag. Und zwar nicht nur für Berlin, sondern für ganz Deutschland. Ich finde, heute, 25 Jahre später, können wir sagen, die Entscheidung, Berlin zur Bundeshauptstadt zu machen, das war die absolut richtige Entscheidung und das war vor allem ein wichtiger Schritt, um die deutsche Einheit zu vollziehen. Das erkannte vor 25 Jahren auch Wolfgang Schäuble, der uns in seiner beeindruckenden Rede damals schon deutlich machte, dass Berlin das Symbol für Einheit und Freiheit ist, dass damit einhergeht, aber auch die Überwindung der Teilung Europas. Und man kann von Wolfgang Schäuble halten, was man mag. Seine Griechenlandpolitik wird mit Sicherheit keinen Anlass zum Lob geben, aber die Verdienste, die er für Berlin erlangt hat, das viele, was er für Berlin getan hat, auch gerade an diesem 20. Juni 1991, rechtfertigen, dass er nun die Ehrenbürgerwürde des Landes Berlin verliehen bekommt. Berlin hat als Hauptstadt dieser Republik gut getan und diese Republik hat auch Berlin gut getan. Deutschland genießt heute wieder internationales Ansehen und ich bin überzeugt davon, dass Berlin gerade auch als weltoffene, quirlige und internationale Stadt dazu ihren Beitrag beigetragen hat. Aber auch das muss man den Rheinländern sagen, es wird immer auch ein Stück Bonn in unserer Republik stecken. Das alleine rechtfertigt aber nicht, dass 25 Jahre nach der Hauptstadtentscheidung immer noch 6 Bundesministerien an der Rheinstadt verbleiben. Diese Doppelstruktur kostet uns jährlich Millionen und sind vor allem das Gegenteil einer effizienten Bundesverwaltung. Und deshalb, glaube ich, ist es Zeit, diesen Umzug nach Berlin endlich zu vollenden. Das ist der einzig richtige und konsequente Schritt, der die Gegebenheiten an die politische Realität anpasst. Berlin hat von diesem Umzug in den letzten 25 Jahren enorm profitiert. Wir wurden wieder zur Metropole und vor allem sind wir in der ganzen Welt Symbol für Freiheit und dafür, dass jede Mauer irgendwann einmal fallen kann. Aber die Frage, was Berlin eigentlich für eine besondere Rolle und Aufgabe als Hauptstadt eines vereinten Deutschlands und Europas bekommt, die ist bis heute leider ungeklärt. Berlin ist zwar unbestritten das Synonym für ein wiedervereinigtes Deutschland, aber die Hauptstadtrolle, also genau die Frage, wie wir unsere Nation hier eigentlich repräsentieren, die ist nicht nur in Deutschland, sondern die ist auch innerhalb Berlins umstritten. Darum heißt es so schön, andere Länder haben eine Hauptstadt, wir haben eine Hauptstadtfrage. Und ich finde, wir finden, es ist höchste Zeit, diese endlich einmal zu klären. Genau vor diesem Hintergrund gibt es ja einige, die die Debatte über das sogenannte Berlin-Gesetz vorantreiben. Denn obwohl vor 10 Jahren das Grundgesetz im Artikel 22 dahingehend geändert wurde, es gesagt wurde, die Bundesrepublik trägt hier die Verantwortung für die Bundesrepräsentanz, ist das Bundesgesetz, das Näheres regeln soll, bis heute nicht auf den Weg gebracht. Ich finde aber, auch lieber Regierender Bürgermeister, bevor wir hier Gesetze fordern, sollten wir vielleicht erst einmal klären, was in einem solchen Gesetz drinstehen soll. Denn die Frage, was ist denn eine gesamtstaatliche Repräsentanz? Wie kann diese wirklich ausgefüllt werden? Wer übernimmt dann welche Aufgaben? Und ja, wer finanziert diese im nächsten Schritt? Das sind doch Fragen, die wir klären müssen, bevor wir uns auf so ein starres Gefüge wie ein Bundesgesetz verständigen. Und deshalb finde ich, wir sollten diese Diskussion erstmal führen, bevor wir das Berlin-Gesetz gar in die Berliner Verfassung schreiben. Ich kann Ihnen sagen, es wäre deutlich besser, sich dieser Tage auf die Verhandlungen über einen Hauptstadtfinanzierungsvertrag zu konzentrieren.
Gestern im Ausschuss für Eurobund Medien konnte der Senat keine Antwort darüber geben, wo sich die Verhandlungen hier derzeit befinden. Und obwohl gerade mal 24 Stunden später eine Regierungserklärung zu genau diesem Thema angekündigt waren, gab es leider keine Antwort. Ich kann nur sagen, wenn der Senat sich ähnlich gut auf die Verhandlungen mit dem Bund vorbereitet, na dann Halleluja. Und dass in der Vergangenheit schlecht verhandelt wurde, dafür spricht allein der Bereich der hauptstadtbedingten Sicherheitsaufwendungen. Sie haben es selbst erwähnt, derzeit werden mehr als 120 Millionen Euro für die Sicherheit der Hauptstadt jedes Jahr ausgegeben. Der Bund, der bezahlt gerade mal 60 Millionen. Das heißt, erstens reicht dieses Geld bei weitem nicht aus und zweitens wird dies vor allem auf dem Rücken der Polizistinnen und Polizisten, die weit über ihr Limit hier leisten und belastet werden, ausgetragen. Das wird auch auf dem Rücken der Außenbezirke getragen, für die dann nicht mehr genug Kapazitäten zur Erbringung der Sicherheit bestehen. Der Senat hat also den letzten Hauptstadtvertrag schlecht verhandelt. Das ist in der Folge so, dass 60 Millionen von den Berlinerinnen und Berlinern gezahlt werden müssen, um Botschaften, Staatsbesuche und Ministerien für den Bund zu beschützen. Das heißt aber auch, dass für die Bürger in Nikolassee, Marlow, Köpenick und Wilmersdorf nicht mehr genug Geld da bleibt, damit auch mal ein Kiezpolizist vorbeischaut, es sei denn, man wohnt zufällig in der Rigaer Straße. Der Senat muss deshalb bei den Verhandlungen, die ja derzeit laufen, um den neuen Hauptstadtvertrag ab 2018 auf höhere Zuschüsse drängen und er muss vor allem diese höheren Zuschüsse dann dringend in mehr Personal investieren. Wie distanziert und teilweise unproduktiv das Verhältnis zwischen Bund und Berliner Senat ist, wird in keinem anderen Bereich so gut deutlich wie im Bereich der Kulturpolitik. Wenn die Rolle einer Hauptstadt in erster Linie über die Repräsentation der Gesamtstaatlichkeit besteht, dann folgt dies ja wohl maßgeblich über die Frage einer kulturellen Identität eines Landes. Demnach ist es auch absolut folgerichtig, dass der Bund sich mit rund 400 Millionen Euro pro Jahr an den kulturellen Einrichtungen und Projekten der Bundeshauptstadt beteiligt. Aber auch nach 25 Jahren ist heute nicht zu Ende ausverhandelt, wofür der Bund in Berlin eigentlich konkret zuständig ist. Das zeigt sich unter anderem auch am Eiertanz und dem Hauptstadtkulturvertrag. Das zeigt sich aber auch an dem Umgang untereinander und miteinander. Nur mal ein Beispiel, alleine die Tatsache, dass der Bund sich an der Sanierung des Martin-Gropius-Baus beteiligt hat und der Berliner Festspiele, dann aber der Kultursenator es nicht mal für nötig gehalten hat, zur Eröffnung zu erscheinen, hat zu Recht beim Bund für große Verärgerung geführt. Dabei haben wir große Baustellen, allein das Humboldt-Forum, das Bauhausarchiv oder das Museum der Moderne auf dem Kulturforum. Und dennoch ist diese Hauptstadtkulturpolitik oft gekennzeichnet von Unstimmigkeiten. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir müssen hier als Bittsteller gegenüber dem Bund auftreten, aber ein gegenseitiger Respekt ist, glaube ich, schon eine wichtige Grundlage und Snobismus, wie er so manches Mal in der Vergangenheit geherrscht hat, sicherlich unangemessen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch aufhören mit dem Eiertanz rund um das Humboldt-Forum, wenn wir verhindern wollen, dass hier das Berliner Stadtschloss demnächst zu einem einzigen Palast für Touristen verkommt, dann glaube ich, müssen wir vor allem jetzt die Zeit nutzen und in einen Dialog mit der Stadtgesellschaft darüber eintreten, wie auch das Humboldt-Forum künftig ein kulturell attraktiver Ort werden kann für die ganze Stadt, für alle Berlinerinnen und Berliner und die Besucher, die in unsere Stadt kommen. Durch den Hauptstadtstatus bekam Berlin ohne Frage ein Flair, das weltweit eine magische Wirkung entfacht hat und Menschen aus allen Himmelsrichtungen anzieht. Darunter sind viele junge Menschen, hochqualifizierte und kreative. Hierdurch ist Berlin in den letzten Jahren zu einer Art Labor für gesellschaftliche Entwicklung weit über die eigenen Grenzen hinausgereift. Das ist nicht nur wunderbar, das ist ein großer Schatz. Dieser muss aber politisch gelenkt und gesteuert werden. Und
Ja, Berlin war schon immer Einwanderungsstadt. Das heißt aber auch, dass gebürtige Berliner wie ich in der Minderheit sind. Das ist zum einen eine große Herausforderung, das ist zum anderen aber gleichzeitig eine riesengroße Chance, gerade für eine Hauptstadt. Denn so schwierig es ist, bei einer weniger ausgeprägten Verwurzelung der Einwohner vielleicht eine gemeinsame Identitätsbildung zu entwickeln, so ist es doch gleichzeitig eine herausragende Chance für eine Hauptstadt. Denn genau dadurch kann Berlin zum Spiegel Deutschlands und zur Welt und der Welt werden. So sollen ja Hauptstädte im Allgemeinen ihr Land repräsentieren. Sie sollten Identifikationspunkt sein, Schaufenster, Visitenkarten, ein Ort, an dem sich auch die unterschiedlichen kulturellen und regionalen Besonderheiten des Landes erleben lassen und sichtbar werden. Deshalb finde ich, was in Deutschland Herausragendes entwickelt wird, sollte in Berlin auch repräsentiert werden. Und was in Berlin entsteht, sollte nach meiner oder unserer Auffassung sowieso grundsätzlich die Visitenkarte Zukunft tragen. Damit wird Berlin nicht nur endlich eine echte Hauptstadt, sondern damit wird Berlin vor allem ein Aushängeschild für unsere Nation und eines von internationaler Beachtung. Damit das gelingt, muss aber nicht nur Berlin mit Bund einen gemeinsamen Weg beschreiten. Und damit das gelingt, müssen wir endlich auch in einen richtigen, vielleicht auch harten Dialog mit den anderen 15 Bundesländern eintreten über die Frage, was Sie sich eigentlich für eine Hauptstadt von Berlin wünschen und was Sie bereit sind, dann dafür auch gleichzeitig zu tun. Berlin als Hauptstadt, das sollte Vorbild sein, das sollte Vorreiterin sein, die sollte progressiv sein und sie sollte vor allem deutlich machen, was geht. Denn eine Hauptstadt zu sein, das ist auch eine Verantwortung, die damit einhergeht. Und in den letzten 25 Jahren hat sich viel verändert. Leider wurde Berlin in diesem Zusammenhang an vielen Stellen auch kaputt gespart. Und der Preis, den wir dafür zahlen, ist hoch. Alleine das BER-Debakel oder die Tatsache, dass man es für möglich hält, dass viele in dieser Stadt es für möglich halten, dass die Wahlen im September nicht regulär durchgeführt werden können, ist doch ein Symbol eines enormen Vertrauensverlustes in die Regierung, der uns allen schadet. Gleichzeitig hat Berlin eine sehr aktive Bevölkerung, die Lust hat, die Stadt mitzugestalten und auch Politik mitzumachen. Diese Bevölkerung wird in Berlin bisweilen aber nicht als Partner für eine Berliner Zukunft gesehen, sondern wird systematisch seit Jahren bekämpft. Wir wollen, dass Berlin als Hauptstadt Vorbild für städtische Entwicklung wird, im Bereich einer ökologischen Transformation, über eine alternative und moderne Mobilität bis hin zu bezahlbaren Wohnkonzepten. Doch auch hier hinkt Berlin anderen Städten leider hinterher. Ich muss nur Stichworte wie Bürgerämter, Schulbauten oder den Zustand der Straßen nennen. Das aber wohl beschämendste Beispiel an dieser Stelle für das Versagen Berlins als Vorbild für die Nation ist wohl die monatelange Katastrophe am Lageso. Während andere Länder, die sich nicht mal drum beworben haben, wie Bayern, Hunderttausende von Menschen aufgenommen und registriert haben, mussten in Berlin die Menschen in der Kälte stehen und frieren und waren monatelang im Ungewissen. Das Problem, was daraus entsteht, ist nicht nur, dass wir abschreckendes Beispiel statt Vorbild sind. Das Problem ist, dass wir auch all denjenigen, die eine sogenannte Washington-Lösung favorisieren, doch Futter geben. Die, die wollen, dass Berlin nicht mehr selbst verwaltet, sondern vom Bund gesteuert wird. Und ich glaube, da müssen wir auch alle Einigkeit miteinander haben. Das wollen wir nicht hinnehmen. Berlin muss auch weiterhin souverän und selbstbestimmt sein. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, oh je. Ja, jetzt schon. Passiert manchmal. Gerade jetzt erlebt Berlin wahnsinnig viele Umbrüche und ich glaube, man kann noch mal verweisen auf die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Auch hier stand diese Stadt vor vielen Umbrüchen. Damals ist es aber gelungen, große Würfe zu produzieren. Der S-Bahn-Ring ist entstanden, Gartenstädte, Le Corbusier und andere große Entwicklungen. Das heißt aber, dass wir einer Politik, die quirlig ist und die bunt ist, mutige Antworten entgegenstellen müssen. Das heißt, dass wir Berlin heute zur grünsten Metropole Europas machen müssen, zur Hauptstadt für moderne Mobilität, zur Energiewende-Hauptstadt. Und vor allem müssen wir Berlin
weiterhin so weltoffen und frei erhalten, dass hier jeder leben kann, wie er oder sie es will. Denn genau für diese Offenheit und Vielfalt steht Berlin auch heute und ist das, was uns ausmacht. Deshalb ist Berlin nicht nur Bundeshauptstadt, Berlin ist auch Hauptstadt der Homos. Und gerade in Zeiten wie dem schrecklichen Anschlag von Orlando, finde ich, ist das auch gut so und sollte von uns betont werden. Berlin hat eine große Geschichte hinter sich und ich bin überzeugt davon, Berlin hat auch eine große Zukunft vor sich. Wer aber die Champions League anführen will, der darf nicht stetig im Hinterhof trainieren. Und deshalb, lieber Herr Müller, heißt Demokratie eben auch, dass man mal ertragen muss, wenn Probleme angesprochen werden. Der Anspruch einer neuen Berliner Regierung muss es deshalb sein, Berlin wieder gemeinsam an die Spitze der Bewegung zu setzen. Denn ich bin überzeugt davon, eine pulsierende Hauptstadt, die braucht eben auch pulsierende Politik. Vielen Dank.